So, dann wollen wir weitermachen. Aufgehört haben wir mit dem Koppler, mit dem Richtkoppler, den haben wir so überschläglich auch entworfen, so mit der Hand am Arm, und es kam auch ganz gut raus, bis auf mit der Direktivität waren wir nicht so zufrieden, die war ja bloß 5 dB oder so, das war ziemlich mies. Also waren wir eigentlich nicht zufrieden, obwohl wir das hätten wir aber mit einer anderen Entwurfstechnik jetzt auch nicht so unbedingt besser reingekriegt. So, was gibt es über Koppler noch? Wir hatten diese Leistungsteile ja gesehen, die kann man natürlich auch so bauen, dass sie eben in nicht 1 zu 1 teilen, sondern 1 zu 2 oder 1 zu 4 oder 1 zu 5 oder so. Also zumindest relativ ähnliche Leistungsverhältnisse haben, aber eben nicht gleich. Und dann gibt es eben so Mehrarm-Power-Splitter. Also Sie können auch von 1 auf 3 Leitungen oder so die Leistung verteilen oder von 1 auf 4, eventuell kaskadiert. 1 auf 4 geht ja relativ einfach, indem Sie 1 auf 2 und dann alle beide nochmal 1 auf 2, dann haben Sie 4, ne? Machen. Dann haben wir ganz kurz gesprochen über ja, den Hybridring, also diesen 90-Grad-Hybrid. Das war der. Den können Sie auch so bauen, dass der hier den zweiten Arm nicht zu 90, sondern zu 180 Grad in der Phase dreht. Kann man für manche Anwendungen auch brauchen. Für Mischer zum Beispiel. Und dann gibt es noch eine Breitband-Variante, den sogenannten Lange-Koppler, auf den ich hier aber nicht eingehe. Qux hätte den drin im System, aber wir machen den hier jetzt nicht. So, wir kümmern uns ein bisschen um Filter jetzt noch. Den Filtern ist in der HF-Technik auch nicht so ganz unwichtig. Eine kurze Übersicht über das, was es alles so gibt als Techniken hier. Das allererste ist natürlich das, so Elektrotechnik, zweites Semester, nicht? Konzentrierte Elemente, LC-Elemente. Im allerschlimmsten Fall, wenn man es denn gar nicht verstanden hat, kann man auch RC nehmen, aber sobald Sie irgendwelche Rs drin haben, die Sie nicht zwingend brauchen, weil die Leistung da drin verbraten werden muss, fügen Sie ja zusätzliche Verluste ein, was nicht so sinnvoll ist. Also versuchen Sie das Filtern natürlich immer mit reaktiven Elementen zu machen, also nur mit L und C. Und das geht natürlich auch ganz wunderbar, das wissen Sie. Nur dummerweise haben die eine relativ geringe Güte hier, die so im Bereich von 20 bis 500 liegt im HF-Bereich. Und merken wir uns wieder, bei Filtern wollen wir eine hohe Güte, also hohe Flankensteilheit, wenig Verluste im Filter und so. Eine vielleicht große Bandbreite, aber mindestens steuerbare Bandbreite, also keine Bandbreite, die uns von außen über irgendwelche parasitären Elemente vorgegeben wird. Und dann möchte man da eher hochkommen. So, dann gibt es so Helixfilter, einfach irgendwelche Helices als Wellenleiter, die dann in Resonanz gehen. Die verwendet man zum Beispiel bei den ersten Generationen der drahtlosen Telefone. Also drahtlos ist die DECT-Variante zu Hause und Mobile Phone ist ja die GSM, UMTS, LTE-Variante, 5G. Da hat man die verwendet. Keramika, die in Resonanz sind. Quarzfilter haben wir alle, jeder mehrere davon bei sich. Oder Quarzresonatoren, nicht? Also die Armbanduhr typischerweise, aber natürlich auch jeder Mikrocontroller oder so, der einigermaßen stabil laufen soll und sich nicht nur auf seinen RC-Oszillator verlässt, hat einen Quarz mit drin, der typischerweise hier so bei 32.768 Hertz schwingt, weil man das nämlich ganz wunderbar binär runterteilen kann auf die eine Sekunde, ne? Und es trotzdem hoch genug ist. Die haben jetzt Güten, die sind bei 10.000 bis 100.000. Also ich habe es dann schon mal verkürzt geschrieben, bei 10 auf 4 bis 10 auf 5. Surface Acoustic Wave Filter werden wir kennenlernen. Haben wir auch alle dabei. In unseren Mobile Phones sind die massiv verbaut. Da macht man tatsächlich eins, wir werden das gleich sehen, man wird eine elektromagnetische Welle, setzt man um in eine akustische Welle, die auf einer Quarzmaterial, einem piezoelektrischen Quarzmaterial, so daher wandert und über diese Welle wird letztlich gefiltert. Und auf der anderen Seite wird die wieder umgesetzt über den Piezo-Effekt in eine elektromagnetische Schwingung. Ja, man glaubt, was für ein Blödsinn tut man da, aber man geht tatsächlich über eine akustische, eine mechanische Schwingung an der Stelle, ne? Dann Transmission Lines, da werden wir ein bisschen reingucken, TRL, 100 MHz bis 10 GHz, je nachdem auch welche Leistung man da drin verbraten möchte. SAW, also diese Surface Acoustic Wave Filter, die gehen in dem Bereich bis 3 GHz problemlos, nicht? Und sogar mittlerweile auch ein bisschen drüber. Also ist nicht so, dass das jetzt irgendwas ist, was so nur auf der ZF bei 10 MHz oder 400 und sonst ein paar Kilohertz funktioniert, nicht? Sondern das ist tatsächlich etwas, was man auch im hohen Frequenzbereich einsetzen kann.
Gut, dann Bulk Acoustic Resonances gucken wir uns an. Das ist eine neue Generation von Filtern. Und die elektrischen Resonatoren werden wir uns auch noch anschauen und denen auch so ein bisschen auf den Zahn fühlen, weil die nämlich ganz lustig sind und weit verbreitet sind, zum Beispiel auch im mehrere Gigahertz-Bereich als Resonatoren für Oszillatoren. Die haben Sie, ich gehe jetzt nicht zurück, haben Sie schon gesehen, beim, wie heißt das Gerät? LNA-Satellitenempfänger. Da war so eine weiße Pille drauf. Vielleicht doch irgendwie ganz gut, wenn man da kurz mal hinläuft wieder. Wir merken uns die Seite 376 und springen mal auf Seite 30 oder so. Fast. Da ist er. Ne? Das ist einfach, da habe ich auch schon erwähnt sogar, da ist der Resonator. Sie sehen den, ne? Steht sogar dran, Resonator. Das ist ganz einfach eine dielektrische, im Prinzip eine Pille, nicht schlucken, ne? Aus einem Material, das ein sehr, sehr hohes Epsilon R hat. 80, 100, mehrere 100, je nachdem. Und das bringt dann eben den Oszillator dazu, einigermaßen stabil zu resonieren. Wo waren wir jetzt? 378? 76. Gut, so. Einmal noch kurz wiederholt. Parallel- und Serienresonanz. So, geht mit dem Stift sogar. Parallel- und Serienresonanz hier. Sie sehen auf der linken Seite das Z, beziehungsweise und auf der rechten Seite das Y. Das Z nimmt man für die Serienresonanz, das Y selbstverständlich, also die Admittanz für die Parallelresonanz. Sie sehen die einzelnen Elemente, wie die sich verhalten. Omega L mit dem linearen Anstieg, beziehungsweise Omega C mit dem linearen Anstieg und die ein minus 1 durch Omega C, beziehungsweise minus 1 durch Omega L, die Entsprechungen hier bei der Serien- und Parallelresonanz. Und das Ganze dann zusammengefügt mit dem R, das noch dazu kommt, sodass Sie also hier ganz klar die Resonanz sehen, da und da, beziehungsweise hier mit dem 1 durch R und dann eben auch sehen, dass sich das Z eben da minimiert oder das Y minimiert in der Parallelresonanz. So, der Quality Factor, also das Q, ist immer die in einer Halbwelle gespeicherte Leistung respektive Energie bezogen auf die im gleichen Zeitintervall verlorene Energie respektive dann eben Leistung, weil die Zeit sich rauscancelt und dann kommen Sie eben drauf, dass es eben gerade die Mittenfrequenz durch die Bandbreite ist. Und kann da noch ein bisschen was rumrechnen. Und dann bekommen wir eben hier diese unten aufgeführten Ausdrücke dafür. Hier die vier verschiedenen Geschmacksrichtungen, je nachdem, in welchem Resonanzding Sie sich befinden. So, ein Problem, was Sie hier sofort sehen, wir arbeiten hier in der HF-Technik ja meist auf 50 Ohm. So, das heißt also, dass die Quelle alleine schon relativ niederohmig ist und Sie eine niederohmige Quelle eben jetzt an diesen an den Resonator anschließen. Dieses Ding hier in der Mitte, das könnte unsere Last oder unsere Verluste im LC sein, beziehungsweise auch die Last sein, also damit soll etwas getan werden. Auch die könnte niederohmig sein, da gehen wir jetzt an der Stelle mal davon aus, dass das hochohmig ist. Aber wenn ich hier was Niederohmiges da anschließe, ich weiß nicht, ob Sie sich an unseren Versuch erinnern, in Messtechnik 2, den wir gemacht haben, wo wir den Resonator durchgemessen haben, da hatten wir ja auch einen Widerstand in Serie zur Soundkarte. Das war im Prinzip genau der Aufbau, den wir hier jetzt auch haben. Und diesen Widerstand haben wir relativ groß gemacht. Und wer damit da an die Stelle kam, dass er damit spielen konnte, hat festgestellt, je hochohmiger der wurde, desto kleiner wurde die Amplitude der Resonanz, aber auch desto schmalbandiger wurde das Filter. Was eben schlichtweg daran liegt, dass dieses Ding hier jetzt ja, genau so parallel zu C und L liegt wie das andere R und deswegen auf die Güte drückt. Also müssen wir uns irgendwas einfallen lassen, wie wir den hochohmig ankoppeln und dann kann man eben hier so ein C nehmen, da, dass man dann noch hinpackt und wenn man das Ganze dann umwandelt als Serienparallelwandlung, dann hat man eben da eine hochohmigere oder eine Hochimpedanzankopplung des Filters und damit wird die Güte besser. Ähm,
So. Gut. Ein erster Resonator, ganz einfach eine Leitung hier. Das, was ich hier oben so gezeichnet habe, ist nicht unbedingt die allererste Resonanz. Sie wissen, wie das Feld aussieht hier drin. Ja. Also wenn ich das Ganze hier als Hohleiter sehe, dann haben wir ein elektrisches Feld, das in etwa so verläuft, an den Grenzflächen nur normal ist und an dieser Stelle hier null wird. Ja, ja, ne? Das wäre so die allererste Mode. Sie haben gesehen, es gibt auch noch verschiedene andere höhere Moden. So, jetzt haben wir hier an der anderen Stelle hier hinten auch eine leitende Wand. Da, die ist jetzt nicht ganz clever durchgezeichnet, so. Und so. So, da ist auch eine leitende Wand, also müssen wir auch hier an dieser Stelle hier E gleich 0 hinkriegen. E tangential eigentlich gleich 0 hinkriegen, aber das führt dazu, dass es in diesem Fall E gleich 0 sein muss. Also brauchen wir auch hier eine solche Ausrichtung der Welle. Das heißt also, ich weiß nicht, ob man das jetzt noch sinnvoll sieht, dass wir hier eine komplett stehende Mode in diesem Ding haben müssen. Wir brauchen an den Rändern, der Feed ist ja auch nur ganz, ganz klein an der Stelle, den habe ich ja nur als kleines Loch da eingezeichnet. Wir brauchen an allen Grenzflächen ein verschwindendes tangentiales elektrisches Feld. Das haben wir sowieso schon hingekriegt in der Querrichtung, weil das eben die Mode des Hohleiters ist. Und das wird erzwungen werden durch die Resonanz an den Enden. Das ist das, was in blau gezeigt ist. Und damit haben wir natürlich genau eine Frequenz, die da reinpasst, nämlich dann, wenn die Hohleiterwelle genau halbe in den Kasten, in die Cavity reinpasst. So, wenn Sie diese Wände jetzt gut leitend machen, sehr gut leitend machen und die Verluste gering werden, weil sehr gute Leitfähigkeit heißt immer geringe Verluste, dann ist die Güte von dem Ding auch sehr, sehr hoch und Sie haben da einfach eine Resonanz erzeugt. So, das kann man jetzt schön ausrechnen hier. Das, was ich da eben in Bildern gezeichnet habe, kommt hier jetzt nochmal in Formeln. Das brauchen wir aber nicht unbedingt durchzurechnen. Sie verstehen, wie es funktioniert, ist, glaube ich, genauso wichtig. So, dann haben wir hier den dielektrischen Resonator. Im Prinzip, naja, es ist vergleichbar, aber das Ding ist jetzt rund, also es ist mathematisch schon mal komplett anders. Und die Welle wird etwas anders eingesperrt. Es ist nach wie vor ein scharfer Übergang zwischen einem hohen Dielektrikum, in diesem Fall innen, und einem Dielektrikum mit einer niedrigen Permittivität, nämlich außen mit der 1, also die Luft. Dieser Übergang findet genau hier an dieser Stelle natürlich statt, da wo die Pille aufhört. So, und das führt dazu, dass eben auch hier das Feld eingesperrt wird. Und das führt eben dazu, dass das Ganze auch hier zu einer Resonanz führt, die ich aber nicht ausrechnen möchte. Wie man das aufbaut, typischerweise, und so ist es eben auch in diesem Satellitenempfänger aufgebaut, Sie haben hier die Mikrostreifenleitung. Und wenn Sie sich das magnetische Feld angucken, die Feldlinien hier, H, dann verlaufen die in etwa so, wie da gezeigt. Und die koppeln, wenn man das richtig macht, eben ganz gut an diesen dielektrischen Resonator an. Ich gehe nochmal auf das Bild zurück hier, weil nämlich genau das hier die Mode ist, die eben auch da angeregt wird. Hier oben ist der Punkt, das magnetische Feld der Mode, die angeregt werden soll. Das heißt also, wenn hier die Mikrostreifenleitung liegt, dann gehen hier die Feldlinien auch genau da durch und regen die Resonanz an. So, das passiert hier. Oben drüber hat man noch so eine Schraube meist, also auch bei dem LNA wird das gewesen sein. Da wird das ganze Ding nochmal abgestimmt, also da bringen Sie nochmal ein Stück Material, also Metall in die Nähe von dem Ding. Damit verbiegen Sie das Magnetfeld nochmal so ein bisschen und damit verschieben Sie die Resonanz noch ein bisschen. Jo, so. Güten hier Q0 mal F0 im Bereich von Hunderttausenden pro Sekunde in dem Fall. Die Resonanzfrequenz kann man nähern hier über das Volumen. Da, aber das ist auch wirklich nur eine Näherungsformel und damit kommen wir jetzt hier auch, und das N ist nicht mal angegeben, kommen wir hier eben drauf, dass hier so ein Epsilon R von 37, Durchmesser 5,5, Höhe 2,3 mm, eben auf genau die Resonanz von 10,1 GHz führt. Bisschen getuned sind sie dann bei den 10 GHz, die sie brauchen. So, das Modell hier dieses Resonators
ist eigentlich, dass man hier die Mikrostreifenleitung hat. Die dann über so einen Trafo, so wird es dargestellt, also das ist im Prinzip der freie Raum hier, den Parallelresonator hier ankoppelt. So, da müsste man eigentlich näher drauf eingehen, wenn man es denn wirklich nutzen wollte. Machen wir jetzt nicht. Gehen wir also schnell drüber. Weil ich auch eigentlich ein bisschen was anderes machen möchte gleich. So, das ist das mit der Surface Acoustic Wave. Das hier ist ein Piezo-Material. Raucher kennen sowas auch vom Feuerzeug, nicht? Oder Leute, die gerne mit Gas grillen oder so, die haben dann auch so gerne so Piezo-Anzünder oder so. Da wird einfach nur Druck auf einem Material ausgeübt. Dadurch gibt es Ladungsverschiebungen und das kann dazu führen, dass es sogar einen Funken gibt. Den wollen wir hier natürlich nicht. Was sie machen, ist den Generator anbinden an irgendeine Elektrodenkonstruktion hier, wie ich sie dir auf der rechten Seite gezeigt habe. Und hier bildet sich jetzt natürlich, wenn wir mal annehmen, dass das hier für diesen einen Moment Plus ist und das Minus, bildet sich hier ein elektrisches Feld zwischen diesen einzelnen Fingerchen. So, an der Stelle mal gezeigt. Was dazu führt, dass es entsprechend hier Zusammenziehungen bzw. eben gerade Ausdehnungen des Piezos gibt. Das heißt also, der wird tatsächlich irgendwie so ein bisschen zusammen gedehnt oder eben gestaucht, ne? So, das insgesamt führt zu einer akustischen Welle, die auf der Oberfläche, deswegen heißt das Ding auch so, dann läuft in beide Richtungen natürlich. Nicht? In die eine Richtung hier, hier hinten muss man das Ganze ein bisschen wegdämpfen, das ist diese Stelle hier. Und in der anderen läuft es einfach rüber. So, die Welle wird dann auf der anderen Seite aufgefangen, da passiert dasselbe wie auf der rechten Seite, nur eben umgekehrt. Und es wird eben eine Spannung hier an die Last weitergegeben. So, wie genau diese Welle läuft, beziehungsweise welche Signale überhaupt da ausbreitungsfähig werden, wird durch diese Interdigitalstruktur auf der rechten Seite bestimmt. Diese Fingerchen kann ich jetzt also in einem passenden Abstand und in einer passenden Länge einbauen, sodass man dann eben hier darüber auch eine, ich weiß nicht, ob Sie das an der Stelle schon haben beim Kollegen, dass Sie tatsächlich die Impulsantwort dieses Filters bauen können. Schon mal Impulsantwort eines Filters schon gehört? Sie nicken? Ja. So, die Impulsantwort ist dann bestimmt eben über diese Fingerchen, deren Breite und Entfernung. Und die Impulsantwort ist ja nichts weiter als die Fourier-Transformation der Frequenzantwort oder umgekehrt. Das heißt also, wenn Sie die Impulsantwort designt haben, haben Sie auch die Frequenzantwort im Frequenzgang des Filters designt. Und genau das tut man hier. So, bisschen was gezeigt hier, kann man das größer machen, ich glaube wohl, ne? Hier oben man kann, damit man auch die Achsen sehen kann. Also ist tatsächlich hier etwas, was ich rausgegriffen habe fürs WLAN, also fürs 2,4 GHz Band, ein Filter. So, da sieht man es glaube ich ganz gut. Hier der Nahbereich, ne, so dass Sie dieses Ding hier also tatsächlich einsetzen könnten als Eingangsfilter beispielsweise an einem WLAN-Router. Der lässt eben dann nur die Signale durch, die auch da in dem gewollten Band sind, also zwischen 2,4 und 2,5 GHz. Alles andere ist weggedämpft. Was Sie hier finden ist, dass das Ding ca. 3 dB Verluste hat. Das ist nicht übermäßig gut. Deswegen würde man es unter Umständen auch nicht als Sendefilter verwenden, wo man es doch verwenden könnte, um das Signal ja zumindest sauber zu machen, damit es niemand anders stört. Nur dazu wäre es dann da. Nur würden Sie natürlich 50% der teuer erzeugten Leistung in diesem Ding verbraten. Das wären dann, ja, müssten dann, wenn Sie 100 Milliwatt Ausgangsleistung haben wollen beim Router, wären das 100 Milliwatt, die dann in dem Ding verbraten werden. Das würde man nicht unbedingt wollen. So. Aber 3 dB oder 4 dB hat das Ding da. Dann hat er hier eine garantierte
Unterdrückung. Sie sehen, dass die Unterdrückung in der Realität deutlich besser ist. So, da gibt es richtig viel Platz nach unten. Es ist verführerisch, ein Design zu bauen, das sich genau darauf verlässt. Wahrscheinlich kann man nicht ganz umhin, dass man sich ein bisschen darauf verlassen muss, dass das Teil etwas besser ist. Aber es kann durchaus sein, dass die dann irgendwann mal eine andere Charge haben bei Epcos oder einen anderen Prozess verwenden oder so. Und dann rutschen eben zum Beispiel solche Nullen hier irgendwie hoch und sind woanders. Und wenn sie sich darauf verlassen haben, dass ihr System nur dann die Gesetze einhält oder nur dann funktioniert, wenn diese Lücke oder diese Null auch wirklich da liegt, wo sie hier gezeichnet ist, dann haben sie natürlich nach dem Chargenwechsel beim Epcos ein Problem plötzlich. Nicht? Und das kriegen sie gar nicht unbedingt mit, weil das teilen die ihnen ja nicht mit, das müssen die auch nicht. Nicht? Nur plötzlich sind die Filter anders und ihr System funktioniert nicht mehr so wie gewünscht. Sowas kann passieren, also es ist relativ gefährlich, sich darauf zu verlassen, dass die das auch so einhalten, wie in dieser typischen Messung gezeigt. Die garantieren ihnen nur das, was da in Blau jetzt gezeichnet ist, als Rechtecke. So, Fernabselektivität kann man hier auch nochmal zeigen. Das heißt also, die Dinger unterdrücken auch tatsächlich bis in den 6 GHz-Bereich rein, also werden da dann nicht irgendwann dann doch noch durchlässig oder so. So. Was wollte ich noch sagen? Wichtig ist hierbei, wie eigentlich bei allen HF-Schaltungen, dass sie auf gute Masseverbindung achten. Also Masse, ich glaube, das hat man mittlerweile auch schon gemerkt, ist ein Punkt. Sie müssen dafür sorgen, dass auch tatsächlich die Masse wirklich, ja, dass sie wirklich gut ist, beziehungsweise so ausgeführt wird, wie der Hersteller das gerne hätte. Was insbesondere bei unseren Prozessen hier gar nicht so leicht ist, weil wir ja dann immer unter dem Bauteil irgendwelche Vias brauchen und so versteckte Vias oder sowas, das können wir ganz schwierig nur fertigen mit den Möglichkeiten, die wir hier haben. Also es muss ja trotzdem plan sein, es muss trotzdem eine ebene Fläche sein, weil sie ja flächig dieses Bauteil auflöten wollen. Das heißt, sie können nicht irgendwelche Drähtchen hochstehen lassen da und sie müssen Durchkontaktierung haben. Also es ist nicht so trivial, das mit unseren Möglichkeiten hier zu schaffen. So, Film Bulk Acoustic Resonators ist letztlich auch eine Art akustische Resonanz. Punkt hier ist, die haben auch eine hohe Güte, die haben relativ gutes Powerhandling, also so bis zu einem Watt oder sowas kommen die ganz gut klar. Haben keine Probleme mit Elektrostatik, also wenn man anfasst, da gehen ja gerne auch mal Halbleiter kaputt, die nicht unbedingt. Da die auf Silizium arbeiten, ist eine Integration mit Standard-Chips möglich, im Gegensatz zu dem, was man beim SRW macht. Da ist nämlich eine Integration auf einen Chip so ohne weiteres nicht möglich. Das Design insbesondere ist aber relativ teuer und, aber das gilt eigentlich für einen SRW-Filter auch. Es ist, ich sag mal, für einen ganz normalen Entwickler, der so über Stückzahlen von vielleicht ein paar Tausend oder sowas redet, ist es letztlich so, entweder es gibt einen Filter, das für seine Anwendungen okay ist, oder es gibt es nicht. Also so anzurufen bei irgendwem und zu sagen, hier machen wir mal für 2000 oder für 20 oder sowas gerade mal so einen Filter, das wird nicht passieren. Das heißt also da, wo, also anrufen passiert schon, aber die werden es halt nicht machen. Das heißt also da, wo große Märkte dahinter stehen, haben diese Filterhersteller auch passende Filter entworfen, die dann auch verfügbar sind und die sie kaufen können und benutzen können. Und da, wo eben der Markt zu klein ist, gibt es die gar nicht, weil der Aufwand zu groß ist. So, hier ein F-Bar-Filter für das Band 2 im TX-Band, im UMTS. Also auch hier um die 2 GHz drumherum. Also da brauchen Sie tatsächlich hier ein relativ gutes Filter, dass nämlich dieses Band hier, das daneben liegen würde, so vielleicht, so von dem Band trennt, das Sie hier jetzt als TX-Band haben wollen. Sie wollen eben gerade nicht, dass irgendwelche Störungen in Ihren Empfang reinspucken. So, und da hat man eben so einen Filter oder kann man eben so einen Filter hier einfach kaufen, dass eben hier tatsächlich da den Durchlass hat. Wenn Sie hier mal drauf gucken, sehr geringe Verluste hat. Und an der Stelle, aber so ist es auch entworfen,
Also es liegt nicht unbedingt an der Technologie alleine, sondern es liegt an dem, am Entwurf. Es ist da wirklich eine sehr, sehr hohe Sperrwirkung hat. So, das Smith-Diagramm auf der rechten Seite nochmal. Gut. Dann machen wir Filterdesign. Das wird ein bisschen entspannender wieder. Und spannender hoffentlich auch. So, wofür braucht man Filter? Also zum einen als Selbstschutz am Eingang beispielsweise oder zur Kanalselektion. Sie brauchen eigentlich bei jedem System, müssen Sie dafür sorgen, dass nur die Signale, die Sie eigentlich haben wollen, auch wirklich reinkommen und an den Vorverstärker oder an die weitere Verstärkerkette gehen, damit nicht irgendein starkes Signal out of band Sie erblinden lässt oder Sie blendet und damit blockiert. So, also brauchen Sie relativ weit am Anfang. Das kann ganz vorne sein, das ist aber von der Noise-Performance her nicht so gut, oder nach der ersten Verstärkerstufe sein. Brauchen Sie irgendeinen Filter, das Sie vor anderen schützt. Dann brauchen Sie am Ausgang einen Filter, das andere vor Ihnen schützt. Vor Ihnen ist das grammatisch richtig, ja, ne? Eigentlich haben Sie immer das Problem, dass nicht nur die gewollten Signale auf Ihre HFs irgendwie sind und dann am Ausgang anstehen, sondern beispielsweise noch irgendwelche Signale aus Zwischenfrequenzen, noch irgendwelche Signale, die aus Mischen oder aus Nichtlinearitäten und so entstanden sind. Und die müssen Sie wegkriegen, weil Sie die nicht aussenden dürfen, weil Sie nämlich irgendwelche Spezifikationen einhalten müssen, dass die nicht mit ausgesendet werden. So, also brauchen Sie noch ein TX, an der TX was. Dann brauchen Sie auf einer Zwischenfrequenz, ganz typisch, zumindest früher in den Superhead-Empfängern, 10,7 MHz oder 455 kHz, brauchen Sie irgendwas zur Kanalselektion. Also Sie wollen eben auch wirklich nur SWR 1 hören und nicht auch noch SWR 3 gleichzeitig oder so, ne? Weil das klingt dann irgendwie auch komisch. Also brauchen Sie da noch irgendwas. Und dann, und das ist das Schöne hier, so ein Filterentwurf ist ein sehr systematischer Vorgang. Wir werden hinterher noch einen Verstärker entwerfen. Das ist mehr so Trial and Error. Also man probiert was. Also man weiß natürlich schon, was man ausprobieren muss, aber man probiert was aus und dann geht das irgendwie. Aber im Filter können Sie tatsächlich sagen, ich hätte gerne folgende Charakteristik. Und dann können Sie aus dieser Charakteristik mit vielleicht ein bisschen Tabellen, aber die sind auch alle mathematisch generiert, wirklich straightforward weitergehen und sagen, okay, wenn ich diese Charakteristik haben will, dann müssen meine Ls und Cs so aussehen. Und dann bin ich schon mal bei einem LC-Prototypen, die Sie mathematisch generiert haben. Und diesen LC-Prototypen können Sie, naja, da kommen wir jetzt noch ein bisschen in den Bereich der Näherung rein, den können Sie auch umsetzen in wirklich geometrische Formen für irgendwelche Leitungsfilter oder so beispielsweise. Und das werden wir auch mal tun. So, man fängt zum Beispiel an, dass man sich einen Prototypen überlegt. So, da kann man anfangen mit so einer Power-Loss-Ratio. Also man definiert sich im Prinzip, wie viel Leistung verloren gegangen sein soll bzw. reflektiert werden soll. Und das Verhältnis dazu, da hat man eben unten die Reflexion stehen hier. Das ist also 1 durch 1 minus Rho Quadrat, eben genau das, was man haben möchte. Und da drin steckt eben jetzt hier auch das Gamma mal Gamma Stern, also die Reflexion des Filters. So, die können Sie ausdrücken als Verhältnis von zwei Polynomen. Wie die Polynome aussehen, ist der nächste Schritt. Ich sage ganz einfach nur mal, Sie geben sich diese Form vor und drücken die aus als Verhältnis von zwei Polynomen. Gut, eine der einfachsten Varianten ist zu sagen, das Nenner-Polynom ist 1. Hier. Und das Zählerpolynom, das ist nichts weiter als irgendwie Omega durch Omega C in Klammern hoch 2n. N ist jetzt die Ordnung des Filters, also auch das, also im Prinzip die Anzahl der Ls und Cs. Damit haben Sie ganz einfache Parabel hoch 4, hoch 6, hoch 8 Funktionen oder so. Und Sie wissen natürlich, die ist erstmal flach und geht dann irgendwann ziemlich steil hoch. So sehen die halt aus, diese Potenzen, ne? So, das Ganze ist führt auf einen Butterworth-Filter hier. Und hier unten ist das hier in Punkten da gezeigt. So, da sehen Sie genau, ich weiß gar nicht, für die Ordnung 5. Also das dürfte hier so ein hoch 10
Potenz sein, also irgendwie so ein Omega hoch, proportional Omega hoch 10, geht das da dann hoch. Was Sie sehen können, ist natürlich, wie so ein Polynom ist. Das ist hier ziemlich flach. Da. Und geht dann eben entsprechend der Potenz hoch. So. Was man an der Stelle ja nicht merkt, so erstmal nicht sieht, also es ist natürlich schön, dass das da flach ist, aber eigentlich haben Sie nichts davon. Denn das hier ist ja letztlich die Bandkante, da an der Stelle. An der Stelle sind Sie ja gegenüber dem Idealwert von 1 ein Stückchen abgewichen. Wie weit können Sie definieren, können Sie sich vorgeben, das ist nicht unbedingt der 3 dB-Punkt. Wir haben hier jetzt, wir sind jetzt hier bei 1,05 oder so, in etwa 1,07. So. Jetzt kann man natürlich argumentieren, warum sollte jetzt genau diese Bandecke gegenüber der Mitte des Bandes benachteiligt sein? Weil die Signale, die da sind, gehören auch zu dem, was Sie übertragen wollen. Ne? Und andersrum oder positiv argumentiert, wenn ich es an der Bandkante in Kauf nehme, dass ich da so ein paar Prozent schlechter bin als 1, als Ideal, ja, dann kann ich es ja in der Mitte auch sein, wenn ich was dafür kriege. So, man kriegt tatsächlich was dafür, wenn man also jetzt sagt, so, okay, ich kann hier ein bisschen abweichen und zwar nicht, und wenn ich da abweichen kann, dann kann ich das auch anderswo, dann kann ich das auch in der Bandmitte machen und wenn ich das zulasse, dass ich in der Bandmitte auch abweiche, dann kriege ich dafür einen steileren Anstieg. Und das ist eben genau die Idee beim Chebyshev. Das heißt, Sie nehmen jetzt nicht mehr diese ganz einfachen Potenzen Omega von der Frequenz, sondern Sie nehmen jetzt ein Chebyshev-Polynom. Im Prinzip sind das auch nichts weiter als Potenzreihen. Also Sie würden ein Chebyshev-Polynom nehmen, die haben in der Mitte schon so ein bisschen Oszillation, wie man hier leicht sieht. Und dafür kriegen Sie hier an der Kante einen steileren Anstieg. So, das ist der Gewinn. Das heißt also, wir haben jetzt hier, und auf mehr möchte ich jetzt gar nicht eingehen in dieser Vorlesung, es gibt natürlich noch andere Kriterien, aber hier haben wir jetzt eben zwei Varianten, nämlich einmal das Chebyshev-Filter und das Butterworth-Filter. Wenn Sie im deutschen Sprachraum unterwegs sind, dann heißt der übrigens auch gerne Chebyshev. Das ist so diese Transkription von anderen Alphabeten als im Lateinischen, ne? Ja, ist nun mal so. Das kann man eben so oder so machen. Gut, dann gibt es Tabellen, wo man jetzt eben hier für so einen Ripple, dieses Rho Max von 1 dB, das ist das, was man hier auch gewählt hat, nicht? Also das da, ich weiß gar nicht, ob das jetzt kann 1 dB sein. Ich nenne das einfach mal X dB, weil ich mir da nicht ganz sicher bin, nicht, dass dahinter was Falsches steht. So. Dann gibt es solche Tabellen, da können Sie jetzt einfach sagen, so okay, wenn ich jetzt hier im Logarithmus Omega zu Omega C ist genau die Kante hier, das wäre also genau meine Durchlassfrequenz, wenn ich da eine gewisse Anforderung an die Sperrdämpfung habe, dann kann ich mit Hilfe dieser Tabelle oder dieser Kurve hier eben rausfinden, wie groß die Ordnung meines Filters sein muss, also wie viele Elemente ich brauche, ne? Und Sie sehen hier auf der linken Seite für Butterworth verlaufen die Kurven ein bisschen flacher als auf der rechten Seite für den Chebyshev. Das war ja das, was ich eben schon argumentiert habe. Und wenn Sie jetzt also sagen würden, bei Logarithmus, das ist das Zehnfache, wo ist denn das Doppelte etwa? Logarithmus von 2, 10er Logarithmus von 2 ist? 3, ne? 0,3. Mhm. Da, also wenn Sie sagen würden, beim Doppelten brauchen Sie mindestens eine Sperrdämpfung von 20 dB. So. Dann brauchen Sie beim Butterworth mindestens 5. Also den da. Und beim Chebyshev 1, 2, 3 kommen Sie mit 4 schon hin, ne? Da. Zum Beispiel eingespart. Vielleicht kommen Sie sogar schon mit der 3 hin. So, sparen Sie ein paar Elemente. Ja, wie sieht die Prototypstruktur aus? Das ist nichts weiter als CL, CL, CL und so weiter. In zwei innormierten Größen. Also das heißt, der erste Widerstand hier hat 1.
später dann mal irgendwas, also wahrscheinlich 50 Ohm, ne? Aber wir fangen erstmal an mit der Widerstand hat 1, deswegen nenne ich auch keine Einheit dazu. Der letzte Widerstand, die Last, hat auch 1. Macht man normalerweise, dass man von der gleichen Impedanz auf die gleiche Impedanz filtert. Und dazwischen haben Sie jetzt irgendwelche normierten Cs und Ls, die man leicht erkennen kann. Hier fangen wir an mit einer Kapazität. Ja, und dann gibt es, ich sage Ihnen nicht den Synthese, also ich habe jetzt nicht den Syntheseweg hier vorgestellt, aber die Werte, die Sie hier finden, können Sie dann aus Tabellen ablesen, sodass man hier, ich mache mal das dahin für 1, das Ganze im Prinzip so aussähe und einfach nur ein RC-Filter wäre. So, für 2. Wäre das dann schon sowas? So, und für 3 und so weiter und so fort. Sie sehen, für jede Ordnung endet das Ganze hier auf einer 1 und so weiter. Und die Werte dazwischen, ja gut, sind symmetrisch oder ergeben sich symmetrisch. Können wir uns dann gleich nochmal genauer angucken. Dasselbe gibt es auch für den Chebyshev. Da stellen Sie schon mal fest, dass die geraden Ordnungen hier Mist machen. Das heißt, da kommt irgendwas raus, was Sie gar nicht haben wollen. So, und dann auch eben hier, die Werte sind symmetrisch. Ja. Und je nachdem, welches Rho-Max Sie sich hier vorgeben, da für 1 dB oder eben was anderes, kriegen Sie auch andere Elementwerte dabei raus. Ich habe es hier nur mal für 1 rausgegriffen. So, ansonsten ist die Struktur auch hier die gleiche. Das ist nichts weiter als 1C. Hier haben wir bei 3, können wir auch nochmal hinmalen, das R, C, L, C. So, sieht das aus. Halt, können wir auch noch durchziehen. Gut. Ja. Nehmen wir mal so hin. So, und kommen dann auch zu einem Rezept für eben so einen Tiefpassfilter. Als allererstes brauchen wir natürlich genau das, die Designparameter für das Durchlassband. Also was ist die Grenzfrequenz? Was ist der maximale Ripple im Passband, den wir uns zulassen wollen? Gucken wir in die passende Tabelle, was wir noch brauchen. Ach, die Selektivität, da steht es noch. Ne? Hier, das ist die Sperrdämpfung. Die führt letztlich sehr genau zur Ordnung. Und dann gehen wir in die Tabellen rein. Da gibt es ganze Tabellenbücher dazu. Oder man lässt es eben den Qux machen, der kann das auch. Und dann kriegen wir eben hier aus der Tabelle eben die Standardwerte raus. So. Dann haben wir schon mal den Prototypen als nächsten Schritt. Daraus können wir dann die Ls und die Cs rauspacken aus diesen Formeln, die wir hier angegeben haben. Und den nächsten Schritt müssen wir nur dann machen, wenn wir einen Tiefpassleitungsfilter bauen wollen, was wir dann eben auch später machen wollen. Da müssen wir nochmal wieder ein bisschen zurückgehen, wo wir uns mit kurzen Leitungen beschäftigt haben. Wo es darum ja ging, da haben wir gesagt, wir haben eine kurze Leitung und wie ist die Impedanz dieser kurzen Leitung und was ist eine kapazitive Leitung, was ist eine eher induktive Leitung, also wie können wir eine ganz kurze Leitung eher als reines C oder reines L beschreiben. Auch da sind wir auf diese Formeln gekommen, die ich hier jetzt nochmal wiederhole. Und dann können wir nämlich aus den gegebenen Omega C mal ZL bzw. Omega L mal ZH, ZL für die Low Impedance und ZH für die High Impedance Section, uns ausrechnen, wie groß die oder wie lang diese Leitungen sein müssen und ja, wie lang die Leitungen sein müssen und wie breit, das bestimmt das Z. Gut, so, dann machen wir mal sowas.
versuchen wir mal so einen Entwurf zu machen. Was wir machen wollen, hier ist ein Butterworth-Ordnung Größe 5, wir nehmen 7. Soll ein Tiefpassfilter werden bis 1 GHz mit einer hohen, ist jetzt schon vorgegeben, weil die Ordnung vorgegeben ist, mit einer hohen Sperrdämpfung bei 10 GHz. Und da machen wir jetzt erstmal das Prototypenfilter. Ich sage Ihnen beides, nämlich die Abkürzung und wie man es von Hand macht. Brauchen wir erstmal den Jux. So, machen wir mal gleich als allererstes die Abkürzung und dann gucken wir, ob es auch funktioniert. Da Filtersynthese. Wir nehmen den LC Ladder und zwar den Butterworth. Als Low-Pass-Ordnung hatten wir 7 gesagt. So, und schon steht unser Filter hier. Ja, so schnell geht das. Weil die Formeln, die ich jetzt hier ein bisschen langatmig erklärt habe, vielleicht da nämlich schon hinterlegt sind. Aber wir machen das gerne nochmal von Hand. So, können wir mal speichern. Wie Sie es nennen, ist Ihnen überlassen. Ausführen. Kartesisch und dann haben wir hier so schon mal die Filterkurve. Das war jetzt irgendwie beliebig simpel eigentlich, ne? So, wir können das aber alles auch mal versuchen von Hand zu machen. Also, was brauchen wir? Wir haben gesagt, Omega C gleich 1 GHz. Butterworth. Mit N gleich 7. So, das ist alles vorgegeben. Das N gleich 7 hätten wir normalerweise aus der Sperrdämpfung heraus kriegen müssen. Okay, dann können wir jetzt mal gucken, was haben wir an Elementwerten, die wir da verwenden müssen. Da kommen wir jetzt auf genau dieses hier. Muss mal gucken, ob ich das irgendwie ausgeschnitten kriege. Das ist, glaube ich, nicht hinterlegt, ne? Ja, machen wir es ruhig so. Ja, ich kann es nicht einfügen. Also gut, dann schreiben wir uns die Prototypen ab. Kappa 1 bis zur 7. Das sind 0,445 1,247 1,8019. Ah, jetzt hat er es geschafft. Was soll das denn? Ja, das hat jetzt ja hier auch funktioniert. Ich weiß nur nicht warum. Jetzt brauche ich es nämlich eigentlich auch nicht mehr. Aber egal. Wir freuen uns ja trotzdem. Null. 1, 9 und die 2. So, jetzt müssen wir das Ganze umwandeln noch in L oder C. Wir wissen, ja, das hier ist ein C. Das ist ein L. Das ist ein C. Das ist wieder ein L.
So, schauen wir nach, wie die Bedingungen waren zur Umwandlung. Die stehen nämlich gleich hier unten drunter. Kappa K mal Z0 durch Omega. Omega ist die Grenzfrequenz, also 1 GHz. Dann müssen wir jetzt mal mit dem Taschenrechner arbeiten. Also, das hier mal 50 durch 2 Pi 1 GHz. Halt, das war falsch. Das war nämlich, hätte nämlich fürs L sein müssen. Mal 50 durch 2 Pi 1 GHz. So, und das hier ist, da unten steht es, mal 1 durch 50 Ohm mal 2 Pi 1 GHz. So, kann das mal gerade einer ausrechnen mit Taschenrechner? Ich mache den ersten und Sie die anderen. Das sind 1,42 Picofarad. So, der nächste. Ja, ich kann es so schnell nicht lesen. Können wir gleich nachgucken. So, der nächste C. Wie viel sind das? 5,734. Okay, und der letzte noch? So, ob ihr recht habt oder nicht. So, und? Weil das symmetrisch ist. Also wir brauchen bloß die 4 auszurechnen. Also wir brauchen schon 4 Elemente, aber die wiederholen sich dann. Guck mal, wenn Sie sich die Zahlen hier auf der rechten Seite angucken, da, hier, dann sind die doch gleich. So, das heißt, die müssen ja nicht nochmal eintippeln. Also können wir machen, aber es kommt dann das Gleiche raus. So, also das ist vollkommen symmetrisch. Also gucken, berechnen wir bloß die 4 Werte aus. Wir brauchen schon die 7 dann. Ja, wir brauchen alle. Aber wir müssen nicht alle ausrechnen, weil dann müssen wir sie nur ranbasteln. So, ob ihr recht habt oder nicht, sagt euch der Qux. Das ist nämlich genau so, gerade das haben wir nämlich gerade genau ausgerechnet. Die 1,4, 9,9, 5,7 und 15,92. So, also die Abkürzung hat geklappt, aber schön, dass wir es auch nochmal von Hand gemacht haben. Ne? Gut, so, das Filter als solches besteht jetzt schon. Und jetzt können wir uns natürlich auch überlegen, wir wollen das Ganze als Leitungsfilter bauen. Kurze Wiederholung. Ein C ist eine breite Leitung. Und ein L ist eine schmale Leitung.
Kann man sich insbesondere beim C relativ einfach vorstellen, weil da ist dann eine große Fläche zwischen der Masse und der Leitung und die große Fläche macht ein großes C. Beim L ist es eher die Abwesenheit von C, die es ausmacht. Ne? So, dann geben wir uns eine Technologie vor, wie wir das fertigen können. Damit ich hier auch das Gleiche mache, muss ich jetzt mal ein bisschen spicken. So, wir gehen mal davon aus, dass wir fertigen können Leitungsbreiten in dem Bereich hier, also 270 μ beziehungsweise 7,3 mm. Das gibt uns, und so ist das, also die kann man tatsächlich fertigen, 7,3 mm ist natürlich schon ein dickes Ding. Das gibt uns bei dem Material hier eben relativ runde Werte für die hohe Impedanz und für die niedrige Impedanz. Ich rechne das Ganze nochmal im QX durch. Dazu gehe ich jetzt hier auf das die Line Calculation. Ich möchte eine Mikrostreifenleitung haben. Ich habe ein Epsilon R von 2,2. Das Ding hat eine Höhe von, jetzt müssen wir kurz mal spicken wieder, 0,508 mm. Millimeter. So. Und das Ganze hätte ich auch gerne in Längen. So, jetzt können wir erstmal gucken, ob denn das überhaupt mit den Impedanzen stimmte. 7,3 für die 15 Ohm und 120 Ohm macht 0,29. Aber warte mal, ich brauche hier auch 10. Ja, doch, 1 Gigahertz passt. 0,29. Okay, 0,28. Da weichen wir etwas ab. Ich jetzt nicht genau sagen kann, woran das liegt. Das kann auch an der Leitfähigkeit hier liegen. Okay, so. Was müssen wir jetzt ausrechnen? Wir haben jetzt festgelegt, aufgrund unserer Technologie, wie breit die Leitungen sind. Wir müssen noch ausrechnen, wie lang sie sind. Wenn Sie jetzt, also es macht keinen Sinn, da jetzt extrem zu werden, aber wenn Sie jetzt irgendwie eine höhere Genauigkeit oder sowas hätten oder eine feinere Strukturen auflösen können, dann können Sie meinetwegen auch bis zu einem Zehntel μ oder Zehntel Millimeter gehen runter. Oder wenn Sie es ein bisschen grober haben wollen, dann bleiben Sie halt bei einem halben Millimeter stecken. Was Sie definitiv machen müssen, Sie müssen unter 50 Ohm kommen. Also wenn Sie nicht dünner strukturieren können als 50 Ohm, dann geht's nicht. Okay. So, weil dann kriegen Sie nicht genug L. C ist immer kein Problem, weil das wollen Sie bloß breiter machen. Das ist dann nur eine Frage der Breite, die Sie spendieren wollen. Okay, so. Schauen wir uns an, was man jetzt tun muss. Steht auf der Formel davor. Auch hier kann man etwas eine Abkürzung gehen, denn dieses hier beispielsweise ist gerade Kappa und dieses hier ist auch gerade das entsprechende Kappa. Das heißt also, da können wir uns das Tippen ein bisschen sparen, indem wir einfach nur in das Kappa reingehen. Wir haben jetzt einmal uns den LC-Prototypen angeguckt, um einfach mal was simulieren zu können. Was wir noch brauchen, sind die Leitungswellenlängen Lambda L und Lambda H. Und das Ganze durch 2π, die kann ich mir relativ einfach aus dem QX auch bestimmen, indem ich einfach sage, okay, ich hätte gerne hier mal eine Leitungslänge simuliert, nämlich 360 Grad. Und dann sagt er Ihnen, das Ding, hier ist eine Leitung, die Wellenlänge auf der Leitung ist 227 oder 228 mm. Für Lambda H. 228 mm und Lambda L müssen wir auch noch machen. Neun Millimeter. So, die elektrische Länge ist jetzt zu bestimmen und zwar aus L elektrisch gleich
Lambda, das entsprechende durch 2Pi mal Arc Sin vom Kappa. Also machen wir erstmal die Low Impedance Sections. Das ist 209 durch 2 durch Pi mal ja. Ja, mache ich gleich. Gerade einen Moment drüber nachdenken hier. Hä? Ich habe einfach die 300 Max, er hat einfach die 350 Grad angegeben, aber gerade damit er genau eine Sekunde hat. Genau, und dann hat er bei der Impedanz einmal die 15 und einmal die 120 für High und Low Impedance eingegeben. Aber ich habe die Formel für. Lass mich gerade einen Moment drüber nachdenken. Irgendwas? Shit. Irgendwie funktioniert mein Arcus Sinus nicht. Das finde ich ein bisschen bedenklich. Hä? Also ich kämpfe gerade mit dem Taschenrechner. Das ist eigentlich alles. Und ich verstehe nicht, wieso der mich nicht mag. Aber ich glaube, das Problem liegt darin, dass ich hier mit komplexen Zahlen versuche zu arbeiten. Auch nicht. Ja, falsch. So, das ist besser. Okay, also ich hatte irgendwie gekämpft mit dem Bogenmaß, dem Gradmaß und so. Und da hatte ich falsche Sachen eingegeben. So, also die Frage nochmal zurück. Ich brauche für die Formeln hier, da stehen sie, brauche ich die Länge der Welle auf der Leitung. So, und die ist unterschiedlich, je nachdem, ob es eine niederimpedante Leitung ist oder eine hochimpedante Leitung ist, weil ja das Feld etwas anders geführt wird. Nämlich zum Beispiel bei der breiten Leitung sehr viel mehr Feld im Dielektrikum ist und dadurch die Leitungswellenlänge natürlich etwas runtergeht. So, um die auszurechnen, gehe ich in dieses Qx-Ding hier rein und dann tippe ich eben genau als Wellen oder als Winkel, den ich hier überstreichen möchte, gerade genau die eine Wellenlänge ein, ne, 360 Grad. Und dann eben auch die entsprechende Impedanz dazu, also die 15 Ohm oder die 120. Und dann drücke ich auf Synthese hier. Da und dann kriege ich die Werte raus. Das war alles. Aber das hatten Sie, glaube ich, schon. Dann war schon angekommen, ne? Naja. Gut. So, dann setze ich das in die Formel ein und muss darauf achten. Darüber bin ich eben gestolpert, aber habe zu lange gebraucht, das mit meinem Taschenrechner rauszufinden. Und muss darauf achten, dass ich natürlich im Radmaß bin. Also nicht in Grad das ausrechnen, sonst kommen da ganz komische Werte raus, sondern eben wirklich in Radianten unterwegs bin. Und dann kriege ich hier für das C raus, LL gleich 15,3 Millimeter, beziehungsweise, das rechne ich dann gleich nochmal aus, für den nächsten hier, Sigma
Sie könnten eigentlich auch die mal da irgendwie ausreden und mir einfach zurufen, dann muss ich nicht so viel tun. Ich glaube, jetzt habe ich mich da. Wieso stolper ich jetzt gleich über das nächste Problem? Weil das nämlich nicht Kappa ist, sondern das ist nämlich das ZH da rein. Also ist eben nicht Kappa. Shit. Kann man das noch irgendwie besser hinkriegen? Also. Was ich da einsetzen muss, ist. Ach, ich setze einfach genau das ein, was da steht und fertig. Ich nehme einfach die Formel, alles andere wird auch nicht besser. Also, das können wir schon mal wegmachen. Weil es nicht stimmt. Und dann haben wir 2πf mal zl. ZL war 15, ne? Macht irgendwie noch einer mit oder seid ihr alle irgendwie am Schlafen? Mal gucken, ob das so stimmt. Mir nicht vorgegeben. Das war ein Nano Henry, ne? So. So, die elektrische Länge hätte ich gern noch. Thank you.
Gut, so. Also irgendwie hat mir keiner was zugerufen, habe ich es halt alles selber gemacht. Ja. So, aber so ist es. Ne? Also was ich ausgerechnet habe hier in den beiden Zeilen, ist einmal die elektrische Länge. Nämlich wie viel Grad das Ding gerade so macht. Und einmal die wirklich die Leitungslänge hier über die Leitung ausgerechnet. Das könnte ich auch noch abkürzen, deswegen habe ich das zu anderen Zeiten auch mal nicht gemacht. Aber was jetzt als elektrische Länge rauskommt, ist eben jetzt hier 7,6 Neugrad, 31 und so 33 und 56 Grad für die einzelnen Stücke. Das heißt also, ich könnte jetzt hergehen. Soweit, so gut? Ja, dann haben wir falsch gerechnet. So. So, jetzt können wir hier wieder ins QX reingehen und können dasselbe Ding hier nochmal aufbauen, und zwar mit Leitungsstücken. Da gehen wir jetzt mal machen wir es ein bisschen von Hand. Lamp Components haben wir nicht. Wir haben hier Transmission Lines, und dann nehmen wir mal über ideale Übertragungsleitung hier eine, zwei, drei, zunächst mal vier. Die anderen können wir dann herumkopieren, wenn wir das alles eingetippelt haben. Jetzt setzen wir ein bisschen auseinander, dass man auch was lesen kann. So, was haben die? Das erste Stück hat 15 Ohm, ne? Halt, kann man da nicht irgendwie... Shit, ich hätte eigentlich gerne eine gehabt, wo ich die nicht die elektrische... wo ich wirklich die elektrische Länge in Grad angeben kann. Das kann ich hier auch nicht. Das muss ich das Ganze auch nochmal umrechnen. Okay. 120, machen wir gleich. 15. 120. So, das ist eine ideale Übertragungsleitung. Das heißt, da hat das eine Gigahertz auch tatsächlich 30 cm Länge. So, und dann müssen wir jetzt noch die Länge von dem Ding ausrechnen. Das heißt, wir bräuchten jetzt hier den Winkel in Grad, also die 7,69 durch 360 mal 300 mm macht dann eine Länge von 6,41 mm. So, die 31,2 oder die 31, was war das denn jetzt? 31 Grad sind 25,8. Was denn? Ist das Ziel klar? Was wollen wir machen? Das Ziel ist klar, wir wollen im Prinzip die Bauteile als Leitung haben. Okay, gut. So, was brauchen wir dann? Brauchen wir Länge, also die Länge der Leitung. Die Länge und die Breite der Leitung. So, die Breite der Leitung bestimmen wir im Prinzip aus der Technologie. Wir brauchen ein Leitungsstück, das möglichst hochohmig, also möglichst viel mehr Ohm als 50 Ohm hat. Das wird dann ganz, ganz schmal. Also müssen wir aufpassen, dass wir es noch fertigen können. Ja. Haben wir jetzt festgelegt zu 120 Ohm. Breite sind dann 0,27 mm. Und wir brauchen eins, das ist niederohmig. Also können wir im Prinzip so breit machen, wie die Platine ist. Das ist natürlich doof, weil dann funktioniert es irgendwie auch nicht mehr so richtig. Nicht? Wir haben es festgelegt zu 15 Ohm, macht dann eine Breite von 7 und ein paar Millimeter. So, jetzt müssen wir rausrechnen, wie lang wird das. Und das L und das C, die wir eben vorher ausgerechnet haben als Prototyp, also wir haben die auf zwei Arten ausgerechnet, einmal mit QX und einmal von Hand, das bestimmt uns, wie lang das Ding wird. Ich habe es jetzt dummerweise vermischt auf zwei Arten gemacht, das hat wahrscheinlich zur Verwirrung beigetragen. Ich habe nämlich einmal, bin ich den Weg gegangen gleich auf die Mikrostreifenleitung, und einmal bin ich den Weg gegangen über eine ideale Leitung.
So, das habe ich dummerweise vermischt. Das war jetzt gerade vielleicht gar nicht so clever und da habe ich sie wahrscheinlich verloren. Nehmen wir mal an, wir haben ideale Leitungen. Also eine luftgelagerte Koaxleitung. Sowas gibt es, zeige ich Ihnen gleich auch. Ne? So, dann wissen wir eins. Wie lang ist die Welle in einer luftgelagerten Koaxleitung? Bei 1 Gigahertz. Das ist immer die Eckfrequenz gemeint. Ne? Genau, 30 Zentimeter. Ne? Das ist nämlich eine TEM-Welle in Luft. Da passiert nichts dran. Die ist 30 Zentimeter lang, das Gigahertz. Ne? So. Und jetzt rechne ich zunächst mal aus, wie groß müssen diese Leitungsstücke bei luftgelagerter Koaxleitung sein. So, Mikroscheiben, gerade für mich getrennt, ne? Luftgelagerter, ideale Leitung. Ob das jetzt wirklich Koax ist oder so, egal. Nicht? Aber es hat ein Epsilon R von 1 und ist eine TEM-Welle und so. So, da habe ich diese Formel mit dem Arcosinus, bla bla bla. Da hatte ich mich ein bisschen vertan, da habe ich bei den Zs nicht richtig geguckt, sondern hatte ich gedacht, da steht das Z0 und deswegen habe ich das gleich abgesetzt durch Kappa. Das ist aber falsch, sondern da stehen ja jeweils die ZH und die ZL. Ne? So, also nehme ich diese Formel einfach her, Arcosinus, was dann da steht, Omega L durch Z High Impedance, tippel das da ein und dann kann ich das Ergebnis, das da rauskommt, ist ja in Radianten. Weil Arcosinus, wenn ich Taschengerät richtig eingestellt hatte, das hatte ich ja eben auch nicht, da habe ich auch ein bisschen suchen müssen. So, und dann kann ich umrechnen, entweder in eine Millimeter Leitungslänge, dann nehme ich eben das Lambda durch 2Pi, also Umrechnung in irgendwas anderes, oder in Grad, das sind das 360 durch 2Pi mal eben dieser Arcosinus-Ausdruck. Ja, und das habe ich getan, für jedes Element. Also der Arcosinus liefert mir zunächst die Länge in Radianten. Wenn ich die Länge in Radianten haben will, muss ich am Arcosinus erstmal nichts mehr tun. Wenn ich die Länge in irgendetwas anderes haben möchte, in real existierenden Millimetern, einer Mikrostreifenleitung oder einer Koaxleitung oder eben in Grad, dann muss ich entsprechend andere Faktoren nehmen. Die Umrechnung Radianten in Grad ist 360 Grad durch 2Pi mal eben dann die Radianten zum Beispiel. Und diese 360 Grad kann ich auch ersetzen durch entweder die ideale Freiraumwellenlänge, das sind die 300 mm, oder eben durch die Wellenlänge auf dieser speziellen Leitung. Das sind dann die 209 oder 270 mm oder so, ne? Die wir da hatten. Ja gut, das habe ich jetzt für alle drei Geschmacksrichtungen getan und zwar irgendwie ineinander verwürfelt. Aber mehr ist es eigentlich nicht gewesen. Ist das jetzt so auseinander dividiert jetzt wieder? Das war nicht so clever, die drei Sachen so in eins vermischt zu rechnen. Das habe ich in anderen Jahren auch anders gemacht. Aber hatte wohl offensichtlich gute Gründe. So. Wenn ich das jetzt ausgerechnet habe, eigentlich wollte ich gerne hier mit dem hier arbeiten. Mit den Graden. Also die Leitung ist eben dann 33 Grad lang. Wie immer das physikalisch aussieht. Nur dummerweise lässt Qux mich das nicht machen, sondern in Qux muss ich Millimeters eintippen. Bisschen doof, aber nur mal so. Okay, so, also gehen wir jetzt mal her. Dann haben wir 6,41, 25,8. Und 27,5. Und 46 mm. Jetzt hoffen wir mal, dass das auch richtig, ich mich nicht vertippt habe. So, die sind ja symmetrisch. Das heißt, die kann ich hier einmal umkopieren. Leitungen dazwischen ziehen. Dann gebe ich mir hier noch Ports vor. Wo haben wir denn die Probes? Nee, Probes waren es nicht. Sources, da. Eine Signalquelle links, eine rechts, Ground. Und Draht.
Und die Gleichung erweitere ich auch noch gerade, indem ich hier 3, 2, 3, 2 hinzufügen. 3, 2 ist doch Blödsinn. Das sind doch 4, 3 gewesen. Übernehmen. Und dann ist es die 3, 3, die ich auch noch brauche. Simulieren. Und dann kann ich den noch dazufügen. Und mit ein bisschen Glück, genau, jetzt muss ich die nur noch mal ein bisschen hier. Damit man auch was sieht. Und die ist alle mal ein bisschen größer. So. Also jetzt haben wir in einem Bild das ideale Prototypfilter in Blau und Rot. Und dann eben das Filter, das wir mit idealen Leitungen realisiert haben, die irgendwie gefertigt sind mit 15 Ohm und 120 Ohm. Und da sehen Sie, wenn Sie nicht allzu weit gucken, dass das ziemlich gut passt. Die Eckfrequenz hat sich ein bisschen nach unten verschoben. Warum? Ja, wir haben jetzt die Leitung entweder nur als L oder nur als C gerechnet. Da haben wir natürlich immer die jeweils andere Komponente, den jeweils anderen Belag vergessen. Der kommt noch, käme noch dazu, den haben wir einfach jetzt nicht mit drin. Also so ein C ist eben nicht nur C, sondern ist noch ein bisschen L dabei. Und ein L ist nicht nur L, sondern ist noch ein bisschen C dabei. Und das verschiebt die ganze Geschichte etwas nach unten. Weil eben einfach immer etwas mehr C und etwas mehr L im Spiel ist. Ja, und dann haben wir noch das Problem, dass dann hier bei höheren Frequenzen die Sperrdämpfung eben aufhört. Ganz einfach, weil wir jetzt, ja, die einfach die Näherung nicht mehr stimmt. Wir können nicht eine Leitung, die schon bei einem Gigahertz 46 oder über 50 Grad Länge hat, elektrische Länge hat, da ist es ja schon schwierig, das nur als L anzusehen. Nicht? Aber wenn sich die Frequenz jetzt verdoppelt oder vielleicht sogar verdreifacht, dann sind wir hier bei 150 Grad Phasendrehung. Das ist ja nun alles, aber kein L mehr, ne? Oder kein reines L mehr. Also da haben wir einfach die Leitungsnatur außer Acht gelassen. So war das Design. Völlig in Ordnung. In dem Sinne war das schon okay. Aber wir müssen uns nicht wundern, dass die Näherung irgendwann versagt. Ne? Und das tut sie da bei höheren Frequenzen. Haben das alle irgendwie? Ja? Gut. Jetzt können wir den Spaß noch weiterführen und machen das Ganze noch mit einer Mikrostreifenleitung. Ich könnte jetzt einfach hergehen und könnte die jetzt hier raus designen. Das mache ich mal nicht, sondern ich gehe jetzt tatsächlich meinen Weg, den ich schon vorgerechnet habe, und baue mir hier die ganze Struktur noch als Mikrostreifenleitung auf. Ich nehme mir erst einmal ein Substrat. Das muss ich definieren noch mit 2,2 Epsilon R und einer Höhe von 0,508. Alle anderen Parameter lasse ich so. Und dann muss ich mir da Mikrostreifenleitungen reinbasteln. 1, 2, 3, 4. Und die Leitungen vorgeben. Die erste waren, muss ich kurz mal gucken, wie war das? Das ausgerechnet, das steht in einem anderen Dokument, da 7,3 und 0,27. So, jetzt brauche ich die Längen. 4,47.
aufheben. Und 32,7. Kopiere auch die um. Ja, hat er nicht übernommen. Ich habe, glaube ich, einmal zu wenig übernehmen gedrückt. Jetzt hat er es, ne? So, dann suche ich mir noch hier die passenden Sources dazu. Grounde die. Und verdrahte. Oh, das war nichts, glaube ich. Das führt nur zu Ärger. So. Ja, cool, ne? Ich weiß jetzt nur nicht, wo die schwarze Leitung ist. Die müsste irgendwo noch aufgetaucht. Habe ich die vergessen? Ah, nee, ist blau. Okay, also. Jetzt habe ich das ganze Ding in Mikroschreifentechnik aufgebaut und simuliert. Also, ich habe es nicht aufgebaut, ich habe es nur simuliert. Und es funktioniert auch. So, das ist das coole Ergebnis dieser Vorlesung. Wir fassen das noch zusammen. So sieht das dann aus. Also es ist jetzt vielleicht nicht ganz maßstäblich, ne? Also so wie wir das gewählt haben, aber genau so würde das aussehen. Breites Stück, dünnes Stück, breites Stück, dünnes Stück und so weiter. Ich wollte es gerade sagen, Sie haben schon welche gesehen. Heute Nachmittag gucken wir uns da noch ein paar auf der einen Antenne an, die da im HF-Labor liegt. So was baut man tatsächlich auf und das ist dann eben auch ein Filter. Und in diesem Fall ist es ein Tiefpassfilter. Also es ist real existierend, man kann das machen. Es ist nicht ganz klein, ne, wenn Sie sich überlegen, wir hatten da 46 mm in der Mitte. Also es ist ein paar Zentimeter lang, der Kram. Das heißt also, auch das kommt nicht für umsonst. Ne, also in einem Handy würde man sowas typischerweise eher nicht bauen, weil dann ist das Handy nämlich voll mit Filter. Die Güte reicht wahrscheinlich auch nicht, ne? Aber so auf so einer Antenne oder sowas oder wenn man jetzt eben so ein Stück Platine oder so noch zur Verfügung hat, ist das eben eine Variante, wie man eben einen Tiefpassfilter bauen kann. Ist auch nicht umsonst, ne? Weil es braucht Platinenplatz. Ja. Haben Sie es auch gemacht? Wollen Sie es noch machen? Wollen Sie die Zeit haben? Ja, würde ich auch sagen, machen Sie es einfach ruhig, dass Sie das auch da, ich meine, ich kann das Ergebnis hier stehen lassen. Und dann machen Sie das noch und wenn Sie fertig sind, ist Pause. Ich klaue Ihnen auch tatsächlich nicht die Pause, sondern ich mache jetzt hier auch erstmal